Und damit herzlich willkommen. Wie der Kommentator schon sagt, das ist eine Partie, die ist richtungsweisend. Und der Sieger von heute, der hat auf jeden Fall definitiv die größten Chancen, an Wolfsburg dran zu bleiben. Und ganz ehrlich, nachdem wir uns jetzt in dieser Saison, glaube ich, wieder gefangen haben, so langsam unsere Formation finden, würde ich gern diese Rolle als Wolfsburg-Verfolger einnehmen. Das war der falsche Knopf. Und ja, ich hätte gegen Platz 2 erstmal nichts einzuwenden. Aber Fakt ist, wenn wir heute gewinnen, sind wir immer noch einen Punkt hinter Leverkusen. Und wenn die gewinnen, sind sie sehr wahrscheinlich wohl fast endgültig von uns weg. Also haben wir den Druck und fangen auch mit Druck an. Lacazette, starke Parade von, wer ist im Tor? Ist es Leno? Sippel ist im Tor, nochmal starke Parade von Sippel, zweimal Lacazette. RB Leipzig zeigt direkt, dass sie heute gewinnen wollen. Lallana, nee, Shaqiri bei der Ecke. Lallana war letzte Saison. Ayhan, Çalhanoğlu kriegen wir den Ball nicht abgenommen. Rojo, Ayhan, Tello, schöner Ball auf Durm. Endlich spielt er mal auf Durm. Der bringt die Flanke, genau so muss das sein. Nur Lacazette muss ein bisschen besser stehen. Douglas Costa heute in seinem 100. Spiel und Kruse war im Abseits. Das sind wir, die Nummer 1, das sind wir. Dani da Costa, Shaqiri, bisschen im Glück, Bret Richtung Lacazette, aber Verteidiger dazwischen. Emre Can kennt ja sich in Leverkusen noch bestens aus, würde ich einfach mal behaupten. Douglas Costa. Der Shootingstar dieser echten Bundesliga-Saison. Kruse, warum steht der da so frei? Aber Bret verteidigt solide. Traut man ihm gar nicht zu. Lacazette wieder mit einer unnötigen Aktion. Sippel auf Tello. Lacazette. Can. Bret ist frei. Can sieht ihn. Bret. Und wieder dieser Sippel. Was ist denn das für ein Dreckskerl? Warum hält der so gut? Shaqiri. Die Ecke ist besser, aber Durm kommt da nicht ganz ran. Douglas Costa auf Kruse, Counter-Attack ist on, passt auf Çalhanoğlu auf. Und Gaetan im Rücken. Flachodimus stark. Tello, Befreiungsschlag. Dani Alves, Ex-Wolfsburger. Douglas Costa. Und dann haben wir die Aktion geklärt. Huiuiui, auch Flachodimus nun mit seiner starken ersten Leistung, Haltung gehalten, Aktion, was auch immer. Lacazette, Ballverlust, aber wir bleiben irgendwie am Ball. Tello, bleiben wieder am Ball. Wir sind bissig, wir wollen. Tello. Bret, Lacazette. Und wenn er da geiler ist, dann macht er den. Dani da Costa, kennt auch Leverkusen bestens. Bret, abgefälscht. Shaqiri. Nur Ecke. Das gibt es nicht. Der Sippel hält alles da hinten. Shaqiris Ecken sind ja eher nicht so der Kracher, aber die ist gut. Lacazette und daneben. Ah Mann, ey, wir sind so am Drücker, aber es fehlt das Tor. Zum einen, weil Sippel bärenstark ist, zum anderen, wenn dann Sippel nicht da ist, so ein Stück fehlt. Also so groß wie, ich sag nix. Lacazette. Distanzschuss, aber das ist kein Problem für einen überragenden Sippel. Warum ist der so stark? Ey, der macht gegen uns machen alle Torhüter gefühlt das Spiel des Lebens. Da Costa. Can, die beiden Ex-Leverkusener. Lacazette. Can. Tello. Durm. Auf Lacazette. Aus der Drehung. Sippel, wieder unten. Das gibt's doch nicht. Kerl, hör auf so gut zu halten. Wir haben hier das definitive Chancenplus. Leverkusen mit einer Chance und wir, glaube ich, schon mit 4 oder 5. Shaqiri, bärenstarke Aktion. Lacazette ist vorbei an Wolczal. Zieht ab, aber wieder Sippel. Das darf nicht wahr sein. Klar war da jetzt einfacher zu halten, aber den musst du dann auch erstmal haben. Aufpassen, nicht, dass die mit einem Konter hier die Führung markieren. Aber die Flanke ist komplett schlecht. Und dann wird Shaqiri gelegt. Gelb für Gaetan, Frechheit. Aber der lange Ball ist natürlich Schrott. Kruse macht da stark. Gaetan passt auf Costa auf. Kruse im Rückraum. Costa vollkommen frei. Flachodimus bärenstark. Geklärt zu Kruse. Nochmal Flachodimus stark. Alter Schwede, jetzt wird Leverkusen stärker. Klärt doch mal das Dingen.
Pfosten. Jetzt haben wir auch noch Glück. Das gibt's doch nicht. Warum kriegen wir Dinge nicht geklärt? Leute, was ist los? Klärt das Dingen. Unten. Schön. Platz. Konter. Mann. Immer die unnötigen Fouls, weil die wissen, dass wir aus Freistößen nichts können. Aber Konter können wir. Und das versauen die uns immer. Douglas Costa. Flanke ist schlecht. Shaqiri ist noch schlechter. Aber kommt Gott sei Dank an. Tello. Lacazette. Drittes Foul von Leverkusen. Erst eine gelbe. Aber die unterbinden damit jedes Mal unsere gefährliche Aktion. Lacazette, jetzt mal Pfosten auch für uns. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Das ist ein echtes Spitzenspiel. Leider fehlen noch die Tore. Die wären definitiv drin gewesen. Und das war das unnötigste Foul von Dani da Costa ever. Kein Foul machen, Dani da Costa. Danke. Weil dann kriegt der schnell mal gelb-rot und dann haben wir hier Probleme. Schön aufgepasst, von wem auch immer. Und damit ist Halbzeit. Ich würde sagen, ein Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau. Leider fehlen noch die Tore. Vor allen Dingen die Tore auf unserer Seite. Dann lasst uns mal für Aufsehen sorgen. Ich will auch heute auf Sieg spielen. Alles oder nichts. Und durch die ganzen Fouls ist Shaqiri verletzt. Prima. Danke, lieber Schiedsrichter, dass du diese Aktion immer wieder unterbindest und keine Karten zeigst. So, erstmal Bret raus, Salalem rein, Ayhan raus und Chaka rein. Dafür Emre Can auf die Innenverteidigerposition und Lacazette raus und Dangu rein. Das unsere drei Wechsel für den Sieg, hoffe ich doch mal. So, Laufwege wieder anpassen. Spielmacher Salalem. Dangu als Sturmtank. Und dann auf Richtung 3 Punkte, Freunde. Tello, aber der Ball ist schlecht. Tello ist auch wieder nicht optimal, aber Dangu muss auch dieses Mal entgegenkommen. Can passt gut auf. Aber weiterhin kein Ballbesitz, kein klarer Ballbesitz für uns. Khedira. Salalem, Dangu wird wieder gefoult. Das gibt doch mal gelb, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, wie viele Fouls die sich hier erlauben dürfen. Eine gelbe Karte bei 7 Fouls oder so. Und wir, ein Foul, eine gelbe Karte. Das ist unnormal. Dangu schön verlängert, aber dann kommt der wieder mit seinem Fuß dazwischen. Rojo, Alter, das ist doch nicht normal. Zeig doch mal gelb, Mann. Das ist nicht zu fassen. Schön, Dangu ist frei und dann geht der nicht. Dann geht der nicht und schießt da vom 16er. Aber diese ganzen Fouls, ohne dass er gelb zeigt, das regt mich auf. Salalim, Dangu. Tello ist frei, er geht selber, wird dabei auch noch gefoult, ist wieder nix. Schöner grüner Tee, das ist lecker, Freunde. Um so ein bisschen was für die Seele zu tun. Ruhig werden. Das Ding hier, damit nehme ich nicht auf, ne? Nicht wundern, aber das ist halt dran. Das kriegst du auch nicht abgeschraubt. Wenn da einer von beiden zum Ball geht, komm, jetzt mach es dann gut. Och, genau auf Sippel, ey. Wir kriegen den Ball am Sippel nicht vorbei. Es ist Sippel, Mann. Der hat seine beste Zeit schon lang hinter sich. Unten. Jawohl, jetzt ist er durch. Und Pfosten, das gibt es nicht. Wenn wir an Sippel vorbeikommen, Pfosten. Oh Gott, sind wir hinten offen. Oh mein Gott, waren wir da offen. Leverkusen bleibt am Ball. Er weiß selber nicht, warum er am Ball bleibt. Gerade wieder eine ganz komische Phase. Man hat so ein leichtes Gespür, was der Fußballmanager mit einem vorhat. Das heißt, jetzt ein Tor machen wäre Gold wert. Geh, geh, geh. Foul.
Herr Schiri pfeift nicht mal, das ist doch lächerlich. Das kann's nicht sein, Mann. Ja, und denen gelingt wieder alles. Guck mal, wie der sich den Ball vorlegt. Bleibt immer noch am Ball, das ist so geil. Ja, kein Abseits. Super Parade von Flacholimus. Was ist hier gerade los? Guck mal, den verspringt jeder Ball. Und unseren, wir legen den fast noch vor. Das ist so geil. Man merkt echt, der Fußballmanager will, dass man wieder verliert. Leverkusen muss hier oben. Ja, und das pfeift dann als Foul, aber eben an Dangu nicht. Das ist lächerlich, Mann. Das ist lächerlich. Ist einfach nur verraten und verkauft hier. Chaka, Salalem, Dangu, Tello, mach mal was draus, mach was draus, mach was draus! Wieder an Sippel gescheitert. Gibt's nicht, ey, das gibt's nicht. Shakiris Ecken kannst du eh knicken, dass da was Gefährliches draus wird, vor allen Dingen so nicht. Da steht keiner von uns, keiner. Mann. Douglas Costa darf machen, was er will. Kruse wird gelegt, gelb-rot. Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Chaka ins offensive Mittelfeld und Khedira alleine auf die 6. Warte, müssen die Taktik nochmal anpassen. Warum macht er denn jetzt hier Khedira wieder dahin? Dorthin muss er. Tello, Calhanoglu. 10 Minuten sind noch. Unentschieden ist zwar okay, aber wir hätten hier locker gewinnen müssen. Der Sippel hat in der ersten Halbzeit so viel gehalten. Schöner Ball auf der Costa. Aber der spielt einen absolut unverschämt schlechten Ball. Und verliert dann auch noch den Ball. Und jetzt wird's brenzlig nochmal. Brenzlig, weil Douglas Costa völlig frei ist. Aber Gott sei Dank ist Calhanoglu unfähig. Chaka, Dangu, der irrt gerade auch durch die Weltgeschichte rum. Aber Khedira passt auf. Leverkusen bleibt im Ballbesitz. Dangu. Fast ein schlechter Ball. Durm. Tello schickt wieder Durm. Und der war so klar, dass der Ball nicht ankommt. Oh, und da muss der Tello hin, Mann. Ich sehe es schon kommen. Leverkusen hat zwar mehr Ballbesitz, aber wir hätten trotzdem das mehr verdient gehabt. Oh, guck mal, wie die wieder am Ballbesitz bleiben. Das ist doch lächerlich. Chaka, Dangu. Aber vorne ist jetzt keiner, ist klar. Shakiri und gleich ist der Ball wieder weg, weil unsere Außenverteidiger können nicht passen. Da Costa. Natürlich kommt der mit der Grätsche wieder ran, ist doch völlig klar. Weißt du, und jetzt in der letzten Minute macht Kruse das Tor. Ja, bleibt am Ballbesitz. Sicher, sicher bleibt Leverkusen im Ballbesitz. Ich hab's gewusst, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, Mann. Fick dich, Junge. Hier. Fuck you, Mann. Eine ganz souveräne, sichere Leistung. Fick dich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.